Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mais. Moment. Ich muss mal gerade schauen, ob wir nicht die falsche Daten geladen haben. Sollte aber nicht so sein. Okay, auf jeden Fall willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mais. Das letzte Mal hatten wir diese Route hier, also Kilian wahrscheinlich, zu Ende gebracht. Kommt mir gerade ein bisschen komisch vor. Ich mache da mal kurz eine kleine Pause und schau mal, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. So, da habe ich mal kurz nachgeschaut und scheint zu stimmen. Unsere Pokémon waren nämlich ein paar Level unten drunter, als ich aufgehört habe. Und deswegen gehen wir einfach mal da hoch. Wird ja wohl so passen. Die Frage ist, wo genau muss ich da lang? Wahrscheinlich da lang surfen. Soviel ich weiß, sollten wir jetzt erstmal trainieren. Unser Ziel war 65, das haben wir ja, okay, 10 Level pro Pokémon, aber das dürften wir eigentlich relativ schnell haben. Da gibt es sogar noch ein Item. Und dann war die Überlegung, ob ich noch ein anderes Pokémon ins Team nehme. Okay, nur Necken kann Stärke. Aber das überlegen wir uns nochmal. So, da können wir jetzt auf jeden Fall eine Abkürzung nehmen, falls wir hier nochmal hin wollen. Ah, hier gibt es diese Höhle. Aber waren wir da nicht schon mal? Und da sind wir... Ah, okay, hier waren wir, glaube ich, echt schon mal. Ich gehe einfach mal hier rein. Und wenn sonst hier nichts ist, trainiere ich einfach mal. Aber... das Level scheint nicht so trainingsgeeignet zu sein. Naja, okay. Ein paar Level können wir uns da auf jeden Fall holen, so ist es nicht, aber ich wüsste doch gerne mal, wo es wirklich lang geht. So. Ziehen wir dich jetzt einfach mal. Ja, die Erfahrung ist echt mager. Aber hier, da gibt es immer was Schönes. Und wieder ein Keifel. Das ist eigentlich nicht so interessant. Hier. So, Eisstrahl. Ist, glaube ich, gar nicht mal so effektiv. Na, okay, ist normal. Ah, ich hätte wirklich in Erinnerung gehabt, dass Keifel auch ein Eistyp ist. Okay, da oben geht es auf jeden Fall lang. Hier gibt es nämlich noch Items, die wir uns holen können und einen Sonnenfill. Level 50, das ist ganz okay, dürfte von der Erfahrung her auch ganz angenehm sein. Und ist auch leicht zu besiegen. Na okay, Erfahrung ist immer noch in etwa das gleiche. Und ein Zubat, nein, Goldbad ist auch mit Eisschal leicht zu besiegen. Naja. Ist ganz okay, aber ich glaube, ich werde da gleich einen Schutz reinschmeißen, weil ich doch erstmal die Höhle erkunden möchte. Und den haben wir hier. Dann gehen wir mal weiter. Hier noch ein Sternenstück. Eher nicht so interessant. Ich hoffe, hier kommt mal irgendwas. Weil hier geht es, glaube ich, zum Anfang der Höhle. Weil ich weiß, dass in der nächsten Generation man sich hier drin bewegen kann. So, hier ist schon mal nix. Hier ist nochmal so ein Stärkestein, ein Kometstück. Für die Items ist es ganz nett, aber jetzt auch nicht wirklich notwendig.
So, jetzt. Aber hier unten wird doch wohl was sein. Hier kann man surfen. Ich weiß nicht, ob ich hier runterspringen soll oder ob ich dann hier nicht mehr hinkomme. Deswegen surfe ich jetzt hier erstmal. Schutz wirklich nicht mehr. Warum bekomme ich da nicht angeboten, einen neuen zu benutzen? Ist wahrscheinlich erst in der nächsten Generation. Ja, dann tun wir es halt von Hand. Ist auch nicht schlimm. So, da unten gibt's. Okay, dann können wir auf jeden Fall hier da runter. Dann machen wir das auch kurz mal. Dass wir schon mal den Stein vorgeschoben haben. Im Wasser sind, glaube ich, gerade immer wieder Sachen aufgetaucht. Oder es hört sich einfach nur so an. Ah doch, da ist was. So, der Stein haben wir schon mal reingeschoben. Da unten geht's, glaube ich, zum Start. Ja, genau. Hier noch ein Item versteckt. Nee. Okay, dann noch ein Schutz. Die verbrauchen sich ziemlich schnell. Da oben waren wir, glaube ich, schon, oder? Ah, nee, waren wir nicht. Aber da geht's eh zum gleichen Ort. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Das ist mal interessant. Immer noch Keifel. Aber um einige Level stärker. Das ist ja schon mal schön. Ich glaube kaum, dass Eistüte das schafft. Aber ich will jetzt auch nicht das Pokémon wechseln. Ich mach's einfach mit Eisstrahl. Vielleicht haben wir jetzt das Glück und überleben. Und können uns dann besiegen. Okay, Attacke abgewehrt, aber ich glaube, das reicht nicht. Aber vielleicht haben wir Glück. Ne, es reicht nicht ganz. Aber wir haben tatsächlich Glück. Und dann haben wir Pech. Das ist aber schade. Okay, dann rufen wir einfach mal Timon rein. Ist nämlich noch am niedrigsten vom Level. Ich hoffe, Keifel kann jetzt nicht Erdbeben verwenden. Sonst sähe es schlecht für uns aus. Okay. Klappt schon mal. Die Erfahrung dürften stimmen. Ja, 2400 ist schon mal um einiges besser. Und Top-Elixier. So, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wir können schon mal das Pokémon wechseln. Da ja Eistüte jetzt eh besiegt wurde. Aber Petri braucht auch noch ein Level. Okay. Hatte ich nicht sogar einen Schutz drin? Sind dann die Pokémon so stark, dass sie einfach den Schutz ignorieren? Ist auch nicht so schlimm. Ich wollte ja jetzt hier eh kämpfen. Erdbeben trifft das alle? Ja, okay. Aber Petri kann ja fliegen. Also dürfte es Petri eh nichts ausmachen. Dann benutzen wir einfach Erdbeben. Und wenn wir Pech haben, ist Petri halt besiegt. So. Akrobatik, ist klar, trifft als erstes. Ist sogar relativ stark. So. Na, macht aber leider keinen Schaden. Okay, das macht aber Schaden. Und das besiegt uns. Oh, das ist ein gutes Kombo. Ich hatte auch eigentlich gehofft, dass Erdbeben um einiges mehr Schaden macht. So, Edelspin und Nick. Ich glaube, da müssen wir. Okay, was klappt hier jetzt nicht? Hier, Tausch. Und. Hä? Warum geht das jetzt nicht? Kann ich ausgetauscht werden? Tausch. Welches Pokémon wechseln? Ach, vielleicht soll ich. Ah, okay, ich verstehe. Also es ist immer so kompliziert gemacht, aber naja, wir haben es ja doch hinbekommen. Donner dürfte okay sein. So, dann ist das schon mal weg. Viel Ender, Kaskade wird wohl das stärkste sein. So, Donner hat keine Wirkung. Hätte ich mir denken können.
So, aber auf jeden Fall ist jetzt schon mal das Kaltel weg. Die Erfahrungen sind ganz okay. Ich werde dreimal getroffen, das ist auch nicht so schlimm. Donner bringt ja nichts, dann machen wir einfach mal Ampelleuchte und hier die Kaskade, was auf jeden Fall One-Hits einen dürfte. Nach der Ampelleuchte. Und ist es auch sogar sehr effektiv. So. Drei Pokémon sind besiegt. Aber hier gibt es, glaube ich, auch keine Trainer, die uns später heilen werden. Deswegen gehen wir hier jetzt erstmal einfach so durch. Vielleicht habe ich da doch Glück, dass hier ein Trainer ist, der uns heilen kann. Ich glaube, hier sind echt nur Pokémon unterwegs. Ja, hier gibt es nichts. Schutz wirkt nicht mehr, ist ja in der Ebene eh egal. Da unten gibt es noch ein Item. Komme ich aber so jetzt nicht dran. Da oben gibt es noch eine Treppe. Da würde ich gerne hin. Ohne jetzt großartig zu kämpfen. Ich komme von hier gar nicht dorthin. Muss ich wahrscheinlich von woanders kommen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann trainieren wir jetzt hier einfach noch ein bisschen. Wildes Pipi erscheint. Dürften wir besiegen können. Erstmal versuchen wir es mit Donner. Ist ganz okay. Hyopa schlägt zum Glück fehl. Oder was heißt zum Glück? Geht ja, glaube ich, sonst auch gar nicht. Ist ja ein. Funktioniert, glaube ich, nur, wenn auch ein zweites Pokémon im Kampf ist. Und noch ein Pokémon. Ein Keifel. Das ist, glaube ich, nicht so gut für unseren Illespin. Aber wir könnten es mit Tiefschlag versuchen. Das Feld schlägt, schlägt fehl. Ich weiß jetzt nicht, ob es nicht geht oder ob es fehlgeschlagen ist. Ich versuche jetzt einfach nochmal. Okay, ist nochmal fehlgeschlagen. Ich würde es gerne wissen, ob es jetzt an mir liegt. Oder ob es an Pokémon liegt. Liegt er an mir? Okay, liegt er an Pokémon, meine ich. Zweimal getroffen. Das könnte übel werden. Ich glaube, Elishwind schafft das auch gar nicht. Ampelleuchte. Naja. Nicht wirklich effektiv, aber da Keifel jetzt verwirrt ist, benutzt es trotzdem Erdbeben. Wir sind besiegt. Das heißt, unser guter Nick kommt rein. Der kann nämlich hier jetzt ziemlich gut trainieren, wenn so viele Keifel erscheinen. Ich glaube, dann wäre es auch sinnvoll, zuerst mal Nick auf 65 oder so hoch zu trainieren. Aber das werden wir ja sehen. Psycho-Schock. Ich glaube, wir haben kein Pokémon, das Psychotyp ist. Also brauchen wir das auch gar nicht erst auswählen. So, gehen wir hier mal lang. In der Hoffnung, dass wir irgendwie da hochkommen. Aber das wird wohl nicht passieren. Hier können wir auch nicht lang. Okay, hier gab es nur das Item. Sonst haben wir hier, glaube ich, auch schon so gut wie alles abgesucht. Und ein Lunastein. Ich weiß gar nicht, was für ein Typ das ist. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, normal. Blatt-Typ. Und Psycho, okay. Ja, das könnte jetzt kritisch werden. Aber wir besiegen es. Das ist schon mal gut. So, dann gehen wir schon mal weiter. Ist zwar schön, dass man hier so gut trainieren kann, nur irgendwie irgendwas zum Heilen hätte ich geil gefunden. Jetzt hoffen wir nur, dass Nick als erstes dran ist. So, Kaskade ist auf jeden Fall One-Hit. So. Ich schaue mich hier nochmal kurz um. Hier ist aber jetzt so weit nichts. Das Item hole ich jetzt noch mit.
Okay, ich wollte jetzt gern noch da oben das Pokémon erwischen, aber das wird wohl nix. In Zornfell und Keifel. Ich glaube, das wird das Ende sein. Jetzt erstmal Kaskade auf Zornfell. Und die Renekton kann ja von mir aus. Aber es kann er benutzen, das effektiv wäre. Nische ist ja auch nicht stark. Benutzen wir einfach Schaufler. Dann wird das auch auf jeden Fall nicht besiegt. So, Solarstrahl ist kein Problem, da Nick es jetzt eh besiegen wird. Und Erdbeben besiegt unseren Nick. Oh mein Gott, es besiegt auch Renekton. Fast. Damit habe ich jetzt leider nicht gerechnet. Aber ist ja klar, wenn ich im Schaufler drin bin, dass Erdbeben mich auch trifft. Komm, one hit. Ah, das ist schon wieder. Oh mein Gott. Oh je. Da habe ich ein bisschen verkackt. Ich habe auch nicht mitgerechnet, dass er jetzt beide besiegt. Und ich hätte vielleicht doch einfach meine Pokémon heilen sollen. Naja, shit happens. Jetzt ist nur die Frage, wo sind wir? Ich werde jetzt einfach nochmal hinrennen und dann werde ich den Part beenden. Wir sind wahrscheinlich jetzt wieder genau nirgendwo. So, dann düsen wir hier hoch. Moment. Wie komme ich denn da überhaupt hin, ist die Frage. Ja. Das ist jetzt sehr unpraktisch. Da mache ich das Ganze anders. Weil dann schaue ich jetzt einfach mal im Pokécenter. Welches Pokémon ich denn mitnehmen wollen würde. Falls ich denn etwas tauschen möchte. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht gefangen, obwohl ich eigentlich vorhatte, ziemlich viel zu fangen. Aber vielleicht haben wir Glück und wir haben doch einige auf dem PC. So, Pokémon bewegen. Na, schauen wir mal. Das ist Box 1. Sonst haben wir nichts gefüllt. Okay. So, du wollen. Dich wollen wir nicht, dich wollen wir nicht, dich auch nicht. Gehen wir einfach alles mal durch. Das Zapplerang ist ganz interessant. Zapladin. Mal nicht. Wäre natürlich dann für Elispin. Elispin möchte ich aber eigentlich nicht austauschen. Geist und Feuer. So wie ich weiß, haben wir kein Feuer-Pokémon im Team. Du bist auch die Weiterentwicklung von dem, oder? Ja. Interessant, aber nein. Legendäres Pokémon brauchen wir eh nicht. Wasserflug, Käferfeuer. Und Geistfeuer. Ich hätte eigentlich ein sehr großes Interesse an Lichtel. Ich schaue mal kurz, was für Weiterentwicklungen das hat. Jetzt ist nur die Hoffnung, dass das nicht durch Taus die letzte Entwicklungsstufe erreicht. So. Kann man da irgendwo auch noch einen Namen eingeben? Ist ja auch egal, dann tun wir einfach kurz mit der Maus durchscrollen. Das geht, glaube ich, schneller. Hier. So, gehen wir an den Anfang. Okay, hier ist die erste Generation. Da oben war es ja auch schon. Brannerwatz ist auch ganz interessant. Haderkete, dafür haben wir schon Wasser-Pokémon. Aber ich würde auf jeden Fall gerne nochmal kurz vor Ende etwas an unserem Team verändern. Weil ehrlich gesagt bin ich nicht so begeistert von Eistüte, von der Eistüte. So. Wo haben wir denn jetzt Lichtel? Ich finde es nicht. Zapplerang ist nämlich auch ganz cool. Und hier ist Lichtel. Haben wir hier schon die Weite. Es hat nur. Ah doch, hier, Skalle. Skillabra. Ich denke, ich werde jetzt einfach mal
offscreen Zapladin und Lichtel trainieren. Und dann können wir uns ja noch entscheiden, ob wir die reinholen oder nicht. Und dann sage ich jetzt mal tschüss und die nächste Folge seht ihr dann bei Kilian.